Hello, my name is Lisa. And I'm Carla. And you are watching MWC on Android Next. We are the droids you're looking for. Hallo liebe Android Next Leser, ich bin hier am Stand von Duracell. Die Duracell PowerMat ist jetzt unser Thema. Ich stehe hier mit Scott Eisenstein, er ist der Vice President für die Duracell PowerMat und er wird uns jetzt mal erklären, wie das Ganze funktioniert und vor allem auch, ob das auch für Android bald verfügbar sein wird. Hi Scott. Hi, how are you doing? Good. You are Vice President for the Duracell PowerMat. How does it work? Duracell PowerMat allows you to charge your favorite devices, your smartphones, your Blackberries, all your other portable devices wirelessly. So whenever you're on the go or whenever you're out, you don't run out of power when you can least afford to. All that you need to do is to take your smartphone or any other device, insert it into this Duracell PowerMat protective case that has wireless charging built in, and then you drop it on the mat and charging starts. Okay, I'm going to translate this. Also, es ist tatsächlich so, er hat jetzt gut erklärt, die Duracell PowerMat ist dafür da, dass ihr euer iPhone, iPod, was auch immer aufladen könnt, ohne tatsächlich es an ein Stromkabel anschließen zu müssen. Ihr müsst es einfach nur in ein entsprechendes Case tun und dieses Case dann auf diese Matte drauflegen und dann lädt sich das Gerät automatisch von alleine auf. How do you see Android in this? Because I just see iPhones here. When do we see Android phones? Sure, you bet. Right now what we're doing is we're going systematically and supporting iPhones first. We have every confidence, obviously, that we will move on to different devices, Androids, of course, being one of them. But right now we're focusing first just on the iPhone. Okay, das heißt, also er hat gerade kurz gesagt, es geht darum, wir werden natürlich irgendwann zu Android kommen. Im Moment ist es eben noch so, dass sie sich auf das iPhone konzentrieren, vermutlich auch, weil es natürlich das populärere Gerät ist im Moment noch. Aber sie sind, sie wollen natürlich irgendwann zum Android kommen und dann wird es auch für Android-Geräte verfügbar sein. So, thank you. Is there anything special about this you can tell us? Yeah, okay. One of the things that we're most proud of, that we have available, or we'll have available on the market in the next couple of months, is a backup battery. And this backup battery is exciting because not only does it charge on the power mat, it allows you to take it with you so that you can charge virtually anywhere you go. It has dual connectors on board, one of them being an Apple connector and the other one being a micro USB. So it charges with any Apple product as well as any micro USB smartphone. And it'll give you up to 1.5 charges wherever you are after it's charged up on the power mat, so that you can literally be charging in an open field if you like. We'll have the receiver, the mat, and the backup battery available in the U.S. starting in May. And that'll be $100 for the entire starter kit. And then we'll be rolling out in Germany about 12 months after that. Okay, er hat gerade noch mal kurz erklärt, Sie haben hier diesen Power Charger noch, den kann man noch mitnehmen sozusagen, beziehungsweise er ist mit in diesem Paket drin, mit der Powermatte, mit der Powermat. Das bedeutet, ihr könnt das Ding nehmen, könnt überall damit hingehen, könnt 1,5 Mal euer Handy damit aufladen, also einmal mit einem Apple-Connector und einmal mit einem Mini-USB, könnt euer Gerät überall damit aufladen und quasi im offenen Feld, wie er gesagt hat. Im Mai starten sie damit in den USA und in einem Jahr, also ein Jahr später, werden sie damit in Deutschland starten. Das Ganze soll $100 kosten. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich darauf, sowas zu haben, weil das ist immer eines der größten Probleme, wenn einem unterwegs der Saft ausgeht fürs Handy. Thank you very much, Scott. Thanks so much. Have a nice day. Bye. Thank you. Bye-bye. www.androidnext.de